Herr Apfelstedt, vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen. Ja, also mein Name ist Heinrich Apfelstedt. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe zwei nahezu erwachsene Kinder und bin in Solingen seit 1989 medizinisch tätig, davon sehr lange im Klinikum und seit gut 19 Jahren niedergelassen in eigener Praxis. Zunächst damals mit meinem Seniorpartner Dr. Korte, den viele Solinger auch noch kennen. Die Praxis hat sich über die Jahre immer weiter erweitert, sind Partner dazugekommen, sodass wir jetzt 5, ab 1. Juli 6 Kollegen sein werden. Was sind hier in der chirurgischen Gemeinschaftspraxis in Solingen so Ihre Behandlungsschwerpunkte, Ihre Tätigkeiten? Also meine Behandlungsschwerpunkte liegen ganz klar in der Behandlung von Brüchen, sagt man im Deutschen, also Hernien, und zwar überwiegend die Hernien der Bauchdecke, das heißt Leistenbrüche und Brüche in der Mittellinie, Nabelbrüche oder etwas darüber, die operativ versorgt werden auf verschiedene Arten und Weisen. Es gibt offene Techniken über Schnitte und auch minimalinvasive Techniken, also endoskopische Versorgungen. Und das ist so mein Steckenpferd geworden in den letzten 20 Jahren. Das mache ich in großer Zahl. Ich bin auch in einem Hernien-Netzwerk vernetzt, sodass die Ergebnisse auch qualitätsüberprüft werden, und führe solche Operationen in großer Zahl durch. Ich habe als weiteren Schwerpunkt noch die Proktologie, also die Enddarmerkrankungsbehandlung. Aber mein Lieblingsbereich sind eigentlich die Hernien. Ja. Könnten Sie uns noch ein bisschen die chirurgische Gemeinschaftspraxis vorstellen? Wie groß ist sie? Was machen Sie hier so? Was sind die Möglichkeiten? Okay, unsere Praxis ist insgesamt von der Fläche her gut 700 Quadratmeter groß. Über die Geschichte verschiedener Standorte, die zum Teil auch parallel betrieben worden sind, sind wir dann irgendwann hier gelandet, in dieser schönen Immobilie Kölner Höfe, die ja so ein bisschen so ein Medizinzentrum geworden ist. Wir sind 6 ärztliche Kollegen ab 1. Juli, haben 15 Mitarbeiterinnen inklusive Auszubildende, und wir haben eigentlich alle chirurgischen Möglichkeiten, die man in einer Krankenhausambulanz oder in einem kleinen Krankenhaus auch hat. Wir sind ausgestattet mit sämtlichen Methoden zur Diagnostik, also Röntgen, Ultraschall und auch dann zur weiteren Therapie. Das heißt, wir haben einen komplett ausgestatteten OP-Bereich mit eigener Instrumentenaufbereitung und eben auch allen notwendigen technischen Voraussetzungen dort. Wir können damit eigentlich fast das ganze chirurgische Spektrum abdecken, von der eher allgemeineren Chirurgie, was zum Beispiel Bruchchirurgie, Hernienchirurgie angeht, bis hin zur Unfallchirurgie, arthroskopischen Gelenkchirurgie, Handchirurgie. Wir haben eine Kooperation auch mit einem der Solinger Krankenhäuser, sodass wir auch Hüft- und Knieendoprothetik anbieten können. Gefäßchirurgie ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und in Zukunft dann eben ab dem 1.7. durch unseren neuen Kollegen Dr. Seidel eben auch die konservative Orthopädie, wie man das nennt, also die Behandlung der Gelenke und des Bewegungsapparats ohne Operation. Er wird dann auch Akupunktur etc. anbieten. Das heißt eigentlich, das ganze chirurgisch, unfallchirurgisch, orthopädische Spektrum können wir hier immer anbieten und sind eben jeder in einem Bereich spezialisiert.